Willkommen zurück zu einem neuen Part Mystic Quest Legend. Auch mal wieder nach sehr langer Zeit. Vor der Schimmelrinde, wie unser toller Jeff, beziehungsweise Benjamin aka Jeff, sie genannt hat. Woraufhin selbstverständlich der Baum ihn nicht reinließ. Kalia hingegen hat passende Worte gefunden. Und wir dürfen in den Nekobaum eintreten, so nenne ich ihn zum Beispiel. Ja, zumindest im Spiel heißt er allerdings die Heilige Eiche. Und ich habe mich lange davor gedrückt, weil ich die Eiche beschissen finde. Ja, auf gut Deutsch. Ich finde sie einfach nur beschissen. So viele Gegner, so viele Verwirrungen, aber ich gehe einfach mal rein. Kann man hier schneller machen? Ich mache das jetzt auch. Das ist mir vollkommen Wumpe. Ich möchte nicht mich von diesen Gegnern aufhalten lassen, allzu lange. Kalia, die greift mal einfach von sich aus an. Dann ist alles hier jetzt, ne? Ambrosia brauche ich auch so dringend nicht. Ich denke, ihr kennt das aus den alten Parts, dass ich... Oh, hoppla. Ja, versteinert mich ruhig. Dass ich höchstwahrscheinlich, speedel bei den Normalkämpfen. Ja, ihr seid scheiße. Kalia, warum greifst du nicht mit richtigen Zauber an? Sag bloß, ich hab dir... ja, du hast keinen Zauber mehr. Das kann natürlich sein. Doch, du hast noch weitaus genug Zauber. Mädel, du kannst auch mal zaubern. Gut, wenn du es nicht machst, dann mache ich es. Kein Ding. Obwohl, das Vieh ist anfällig. Der Baum ist anfällig auf die Axt. Das ist schon mal schön. Und ich weiß nicht, wohin. Ich weiß es nicht. Verwirret mich. Doch nicht immer. Na gut. Mal gucken, was hier wirkt. Okay, dann halt nochmal. Mach Wind. Ich habe ja genug, Zaubertränke, um aufzuheilen. Wenn uns Zauber ausgeht, ja. Warum soll ich es dann nicht auch nutzen? Ich merke gerade, wie hoffnungslos underlevelt ich bin. 24, sie hat 31. Ich sollte jeden Gegner mitnehmen, den ich kriegen kann, anstatt welche auszulassen. Dort. Danke. Luftflug dürfte hier ganz interessant sein in dem Baum. Finde ich überhaupt im Wald, weil der Luftflug relativ wirkungsvoll. Ja, betäubt ihr mal das Mädel, das juckt mich jetzt relativ wenig. Jeff, wann bekommst du mal wieder ein Level up? Wäre voll nett und so. Ich glaube, ich hätte oben lang gemusst, aber ich nehme jetzt mal einfach jeden Gegner mit, der hier kommt. Mit Speed im Gepäck. Wen es nervt, der hat halt Pech. Ich möchte mich einfach, ja, Kalia mal komplett tot. Super. Ich habe halt keine Lust, mich von diesen 0815-Gegnern aufhalten zu lassen. Warum habe ich da jetzt gespeichert? Magie. Nein, nicht Fluchtzauber, hüte dich. Nur auf Kalia, danke schön und weiter. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Verwirrt mich nicht. Das mag ich nicht. Das hasse ich. Frag bloß nicht wie. Nein, nein, verwirrt mich nicht. Ich hasse es so. Ich hab noch mal was für den Baum. Ja, aber ich glaube, ich kann den Magie mehr. Ist auch nicht schlimm. Halt. Halt, halt. Ich will hier raus. Danke. Auch die Kralle. Schimmelrinde ist anfällig, freut mich. Wohin muss ich denn jetzt? Darüber. Leggy, 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 ja, hab ich verstanden. Und jetzt da. Und dann da quer. Ich freue mich schon, wenn das Let's Play mal bald zu Ende ist. Dann wieder eins mehr. Auf der Erledigtliste. Das wäre schön. Hab ja noch nicht so arg viel.
Das ändern wir dann schon sehr bald. Komm her, du komischer Skorpion. Oh, da ist eine rote Kiste. Ups. Ja, ihr blöden, scheiß, dämlichen Skorpione. Gut, ich bin Skorpion im Sternzeichen. Deswegen alle eigentlich relativ stolz und so. Ich meine, ich kann giftig zustechen, ne? Also. Leute, die sich mit mir eingelegt haben, durften das auch schon merken. Aber die meisten sind ja zu blöd, um das zu merken. Ich meine, wenn Dummheit wehtun würde, dann würden viele... Oh, ich bin Level aufgestiegen. Dann würden viele am Morphium-Tropf hängen. So ist es. Weil die meisten merken nicht, dass sie blöd sind. Also von daher... Ach komisch, die Raupen sind irgendwie auch immer anfällig auf... nett. Muss ich mich hier durcharbeiten, oder was? Super. Ja, und ist da oben noch irgendwas? Ach du Scheiße, da kann man jetzt mal einfach raten, wo ich hin muss. Probieren wir es mal hier. Hallo Fröschis. So, was haben wir denn da? Kraftschrank und Bomben, die ich so gut wie nie benutze. Ja, ich gehe erstmal unten lang. Kommen wir dann. Nee, da kommen wir nicht zur Truhe. Ich glaube, ich bin hier sogar schon den falschen Weg gegangen, kann das sein? Heil mich! Heil mich! Heil mich! Kalia! Blöde Kuh! Heil mich, Mädel! Ja, ich heiße natürlich auch. Ich bin auch so nett. Diese Frösche, ne? Die sind auch sowas von beschissen. Geht's hier überhaupt nach unten irgendwo weiter? Ich glaube, ich gehe sogar schon zu weit. Ach, ich gehe nochmal zurück. Nee, das ist doof. Ich glaube, ich gehe zu weit. Oder auch nicht, weil da unten... Dann komme ich gar nicht anders hin. Das muss ja da weitergehen. Mann, bin ich bescheuert. Kann ich die ganzen scheiß Viecher nochmal machen? Nee. Dann geht's nicht weiter. Oh. Ach, so ist es viel angenehmer. Ich speed mich komplett durch, ja? Scheiß Viecher. Macht er das nochmal? Kalia, greif die lieber an. Scheiße, lass die scheiß Vergiftung sein. Mädel, greif die doch mal an. Du bist zu dumm zum Scheißen. Das passiert immer wieder. Mama mia, ist das so schwer. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Moment. Du sollst nicht fliehen, du Lappen. Du sollst sie angreifen. So, das machen wir jetzt anders. Nochmal. Scheiß Viecher. Wir wissen, was da drin ist in der Kiste. Das interessiert mich. Seufzt. So, da ist noch ein Skorpioni. Genau, hier bin ich nämlich richtig. Was haben wir da? Die Felsenaura, sehr geil. Oh, die schon wieder. I hate it, I hate it, I hate it so much. So. Es ist einfach nur doof. Ganze Zeit das Spiel, es kommt mir sehr viel langsamer vor und ich mag so einfach nicht. Und wisst ihr, was wir tun? Erfrischen uns mal ein bisschen. Kali hat nichts Kosmisches, super. Finde ich ja richtig doof. Rup, rup. Hier mal die Bomben rum. Die Nebelaura nehmen, du Hannes. Das ist normal angreifen. Du solltest sie nicht nehmen, aber ist egal. Du hörst sowieso nicht auf mich. Warum auch?
Du solltest auch keine Bombe werfen, Risiko. Okay, da kommen wir nicht hoch. Okay, die ist auch ganz schön stark, die Kralle, das freut mich. Ja, schön, dass du uns heilst, aber angreifen wäre natürlich auch eine bessere Alternative, Mädchen. Krafttrank. Hoch hier. Wo geht's hier hin? Geht's hier überhaupt irgendwo hin? Darüber. Aber da käme ich auch anders hin. Auf, um unsere Tränke zu missbrauchen. Also, dann nimm lieber einen Zauber. Ja, deswegen ist die sich immer heilt. Bei uns gleich Schicht im Schlacht. Mop, 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 mau, 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 mau. Ach ja, Speeden macht Spaß. Ja, wenn die Viecher nicht mehr aufhören würden mit ihrem blöden Kack da von wegen hier einäschern. Nicht einäschern, Steinstarre. Maul auf. Bin ich hier richtig? Hier ist auf jeden Fall die Axt besser. Das fällt sofort auf. Muss ich darüber hangeln? Natürlich, die Viecher haben alle ihren Platz, ihren Berechtigten. Und dann, ja, stehst du blöd da. Umsonst stehen die nicht hier. Die haben alle ihren Platz, wo sie hingehören, um uns zu nerven. Ich glaube, wo braune Kisten sind, gehe ich auch nicht mehr hin. Das ist mir zu doof. Laugenraupe. Was ist das hier für Scheißname? Ach, die Macher von dem Spiel waren sowieso sehr kreativ, immer dieselben Viecher zu benutzen und dann andere Namen. Vor allem auch meistens sehr dämliche Namen, zumindest in der deutschen Übersetzung. Ja, so ist es halt, ne? Deutsche Übersetzer. Die sind so gut. Nicht. Wie sieht's mit der Zeit aus? 12 Minuten? Ach du Scheiße, nicht schon wieder. Ich hab keinen Bock auf so einen Scheiß hier. Wesen sind die blöde Raupen, die können mich nicht weiter stören. Anfällig, anfällig, anfällig. Heißt schneller tot, heißt gute Punkte für uns. Und schnelle. Der blaue, der grüne, der gefällt mir nicht. Ich glaube, der hat... Nee. Ich wurde schon wieder aufgestuft. Geil. Ja, jetzt können wieder die Klugscheißer... das nervt voll auf. Bläh. Wie ich schon in meiner Zelda-Session gesagt habe, ist es mir egal, was ihr davon haltet. Man muss damit fertig werden, wie derjenige, der das spielt, das spielt. Und wenn es zu ihm nicht passt, es gibt genug andere Leute, die gucken. Die das spielen, da kann man hingehen gucken. Also, mir vollkommen egal. Und ich muss da hoch. Es war schade um die schöne Musik, wenn ich spule, aber was soll's. Sache, wir kommen schnell voran. Bei den Monster, bei den Hauptmonstern spule ich natürlich nicht. Klar. Aber diesen kleinen hier, das ist einfach nur nervig. Und je schneller wir vorankommen, desto schneller ist das Spiel zu Ende, desto schneller, desto weniger habe ich auf meiner Liste, die ich zu tun habe. Das heißt, es können irgendwann auch mal wieder neue Sachen kommen. Wo kommen wir denn dahin? Ich habe so das Gefühl, ich würde irgendwie was verpassen. Wenn ich falsche Wege gehe. Kann das sein? Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich was verpasse. Geh kaputt, danke. Da will ich nicht hin, nee. Unk. Greift an mit Käfern oder so. Ist ja richtig eklig. Bei runter. Nee, ich glaube, ich bin schon richtig. Ich bin definitiv richtig.
Höllenqualen. Oh, wie böse. Ich bin mal ruhig. Mein Hals, der fühlt sich ein bisschen komisch an. Doch das ist mir nicht neu. Kommt öfters vor. Okay, ich bin richtig. Ich habe das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben, trotzdem. Bin ich irgendeinen wichtigen Weg nicht gegangen? Habe ich jetzt ein Item liegen lassen? Ich hoffe nicht. Was auch immer der da anfällig ist. Achso, ist wieder so ein Ritter, der anfällig ist auf die Heilattacken. Okay, das macht mir nichts. Vielleicht steige ich ja nochmal auf im Level, das wäre cool. Da ist eine Tür, die zu ist. Da war eine, die offen ist. Das kann ich schon wieder rätselraten und hacken, wo ich hin muss. Heißt das Ding Pestbeule? Hahaha. Fail. Tatsache, das Teil heißt Pestbeule. Ich krieg eine Krise. Los, das wird nochmal was hier. Da komme ich dann nirgendwo hin. Das fällt mir jetzt erst auf. Schönchen, nicht. Soll ich mit zwei Behinderten Kraft trinken? Ohne Scheiß. Ich komme nirgendwo hin. Oder? Nee, tatsächlich. Wozu war das dann hier? Nur um mich zu verarschen? Scheint wohl so. Hier sind ja noch mehr Wege. Super. Ist hier irgendwo noch was, was wichtig sein könnte? Kalia, wie sieht's eigentlich mit deinem... Ach, ich will nicht speichern, komm. Hier sind noch genug Zauber. Keine Ahnung, was ich tun muss. Kam ich nicht von da? Ich glaube ja. Ich kam von da. Ich lach mich tot. Ist doch garantiert wieder ein Fail, oder? Garantiert. Definitiv garantiert wieder ein Fail. Nee, noch nicht mal. Wir brauchen Zauber umsonst, Kalia, ernsthaft. Der andere Weg wäre ein Fail gewesen, ne? Komme ich ja da unten raus? Nee, kein Bock, obwohl, egal. Geh rein. Was ist ja schön auch. Lalalalalalala. Ich sag ja, schade um die Musik, aber es lässt sich halt nicht vermeiden, ne? Ich hasse das, wenn das hier so lange dauert. Gut, ich wusste auch, was ich mich bei dem Spiel einlasse, klar, aber trotzdem nervt's. Danke fürs Heilen. Ach, komm jetzt. Nerv hier nicht rum, du scheiß Skelett. Oh, 20 Minuten schon. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal bei Mystic Quest Legend. Bis dann.